Schloss Kornberg liegt bei Dörfel in der Nähe der Gemeinde Riegersburg, im Südosten Österreichs in der Steiermark. Das Schloss wurde erstmals 1284 urkundlich erwähnt. Es wurde im Auftrag der Ritter von Riegersburg-Wildon zur Sicherung des Zuganges zur Riegersburg errichtet. Die strategisch günstig, erhöht gelegene Burg wurde zusätzlich durch eine Befestigungsmauer gesichert. Es diente ursprünglich nicht als Wohnschloss, sondern als befestigte Anlage. Im Zuge der Sicherung des Grenzlandes gegen Ungarn wurden im 12. Jahrhundert zahlreiche Kolonisten aus Niederösterreich angesiedelt und Burgen gegründet. Die Burg musste aus finanziellen Gründen an die Herren von Wallsee verkauft werden. Diese vergaben die Burg 1328 als Afterlehen an die edelfreien Herren und Ritter von Graben weiter. Durch den Kauf von Kornberg aus dem Besitz von Friedrich Kornberger samt Wappen und Zugehör erfolgte eben die Übernahme eines neuen Familienwappens, das mit der Schaufel und dem Spaten. Nach dem Tod des André von Graben im Jahre 1556 und dem Aussterben dieser Linie fiel die Burg nach langjährigen Erbstreitigkeiten an die Söhne von Andrés Schwester Anna von Graben, den Herren von Stadel. Im Zuge der Erbstreitigkeiten fehlten die finanziellen Mittel, um den Baubestand zu erhalten. Erst nachdem der 25-jährige Hans Rudolf von Stadel die 66-jährige Besitzerin der Riegersburg, Katharina Elisabeth Freifrau von Galler, ehelichte, konnte der Ausbau der Zitadelle zum Wohnschloss im 16. und 17. Jahrhundert erfolgen. Die von Stadel besaßen das Schloss bis 1825. Nach kurzem Besitz durch Haus Liechtenstein auf Riegersburg ging der Besitz 1871 an Charles-François Badeau. Der aus Frankreich stammende Badeau war mit Handelsgesellschaften und Werften in Triest reich geworden. 1911 wurde seine Familie durch Kaiser Franz Joseph in den österreichischen Grafenstand erhoben. Badeau ließ das Schloss wohnlich einrichten und im Stil der Zeit restaurieren. Die Grafen von Badeau sind bis dato Besitzer des Schlosses. Die heute zweigeschossige Schlossanlage mit Nebengebäuden enthält einen sehenswerten Renaissance-Innenhof, der mit vier Türmen verstärkt ist. Im Zuge des Ausbaus im 17. Jahrhundert wurde auch die Andreaskapelle prunkvoll neu errichtet, die im 16. Jahrhundert zerstört worden war.
ehemaligen Stallungen dienen heute für Feste und Veranstaltungen. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Abo und einen Like.